Prügel sein, Prügel sein. Seh schon, die Pferden haben keinen Schimmer von der Uhrzeit. Bekanntlich stammen die Vögel von Saulen ab. Nun, dort sind die Übergangsspezies. Wenn sie von mir aus Drachen. Der Haschel liegt in der Fall, in jedem Fall dahinter. Kampf, Kampf, Kampf. Kannst du es mal hören? Hast du nie ein Ende? Ich muss sagen, wir sind in der Tat schon etwas ramponiert. Weil hier immer noch Kampf ist mit sich. Sie alle Streber. Gehst du, hier unten kann es sehr ungemütlich werden. Wenn dieser Gegner bezwungen wurde, ist der Weg nach oben offen. Der Rest ist reine Routine. Ich hoffe sehr, dass sie mit dem Biest fertig werden. Aber nehmen sie das für alle Fälle. Und zwar der Balsamöl. Ich hoffe sehr, dass ein Biest mit dem Weg gefasst wird. Glaube kaum, dass hier ein Durchsuch der Taschen lohnt. Sehen Sie, die Grauenzahl überbleibt so scheinen Richtung Norden zu deuten. Wegweiser, die Makabe. Weil findet die Kreatur hier ein paar Ersatzteile. komme ich nur dummerweise überhaupt nicht hin. Ich kann aber einen Stein auf den Drachen werfen, reicht das nicht aus? Na dann, ich will das Untier antreten. Immer feste drauf. Wie steckt der Schwefel? Weil die Urex noch das alte Feuer in Eingeweih tragen. Stampfen ist immer gut. Machen wir einen Angriff. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass ich es einschläfern will. Schauen wir mal. 1000 AP, Element Feuer, wie überraschend. Schlägung gegen Zustandsverschlechterung. Element Kälte und Tritte. Das wird jetzt richtig lustig. Genau deswegen. Tritte, ne? Machen wir mal das hier. Mach's gleich mal eine Gruppenheilung. Und wir benutzen Eis. Das hilft überraschenderweise. Ich verstehe gar nicht warum. Wir greifen mal an. Wir stampfen noch ein bisschen rum. Moment. Wuchtiger Schlag, ist das ja bloß. Eine kurze Erläuterung zum Kampf. Warum hat er... Das haben alle... Fällt mir jetzt erst auf. Ich bin echt ein Blitzmerker. Liebe es! Achso, ja, das hat mir schon. Ja. Den hatte ich schwerer in Erinnerung. Hat jemand den Einstellungen gepfuscht? Haben sich da etwa Leute beschwert und jemand hat nachgegeben? Bei näherer Überlegung mach's mal so und Eis. Blaue, ihr stirbt bei jemand aus! Ah, sag doch nicht sowas. Sowas darf man niemals sagen. Es passiert nämlich sowas. Ich könnte ummachen. Nee. Ich kann nicht sagen. Oh ja, ich mach so viel Schaden an dem Vieh. Das ist der Wahnsinn. Ich kann nicht mehr stampfen, toll. Jetzt weiß ich wieder, was ich so scheiße an dem Vieh fand. Teil die Einschätzung! Krrr. Das wäre nett, wenn die mal wieder aufwachen könnten. Mit dead meine ich, das wäre... Oh, jetzt wieder wach. Ach, da konnte man Stille drauf verwenden? Das ist gar nicht mehr. Ich glaube, du heißt jetzt erstmal selbst. So zur Sicherheit natürlich nur. Greift natürlich wieder jemand völlig anderes an. Elinor verschläft den Kampf. Und gleich wachsen dicke, friedliche Ballons, schlage mich klar durch die Karpaten, kriege durch finstere Höhlen, jetzt kommst du. Na warte. Hurray! Sie wacht immer noch nicht auf. Tief schläft denn die? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, ganz toll.
Er wacht natürlich auch noch nicht auf, weil er ist einer von den ganz harten. Zum Glück darf ich zuerst. Was soll der dämliche Scheiß jetzt? Ich weiß wieder, was ich so scheiße an dem Drachen fand. Boah, na endlich. Warte mal, konnte man das in Stille belegen? Ah ne, ich glaube, es war ja irgendwie durch alle, ne? Ah, Mack, jetzt wach auf. Wir kämpfen, falls es noch nicht aufgefallen ist. Komm schon. Ja. Gut, ist immer noch besser, als wenn es meine Leute einschlafen lässt. Immer schön Eis drauf. Na endlich! Hat auch mal Zeit hier. Wir heilen mal Mackels und dann Feuer drauf. Na endlich! Kraftbrühe halten. Level 11 hat er. Mittlere. Ja. Genau jetzt, wo ich es mehr brauche, mittlere Heilung. Hervorragend, der Weg ist frei, dann folgen Sie mir bitte zum Fahrstuhl. Bin ich aber gespannt, was der ständige Rede von einem Fahrstuhl zu bedeuten hat. Kommen Sie, hier geht's lang. Glückwunsch, wir schaffen den Sprung nicht beim ersten Mal. Sieht man schon mal Fuppel, hier Gastgeber. Wo ist denn der Fahrstuhl? Aber da steht er doch. Fahrstuhl, wie? Und ich ganz richtig oder seine Haube? Betrübte Skepsis der Oberwälder haben sie Vertrauen zu Opferschale der Atlanta. Sind durch und durch was meine denn da schon wieder? Sind durch und durch sichere Transportmittel. Oh, es wird Zeit. Zeit? Hä? Schauen Sie nicht. Kommen Sie. Der Express zur Oberwelt wartet nicht auf sonnige Passagiere. Übergeschnappt. Vollkommen übergeschnappt. Ach was, ich finde es einfach aus. Eben, ich habe genug Wunderliches erlebt, um mittlerweile fast alles zu glauben. Du bist der einzige Vernünftige! Hä? Na dann, hinein! Ist ein wenig albern! Was? Ja, eins Routine, sage ich Ihnen. Festhalten! Hüpfe Sache nicht! Soll ein Chaos Busch spart eine Menge Zeit. Ist ein Bruder in Gedanken. Höchste Kiste! Höchst unangenehm! Oho, was für ein Spaß! Geh nach oben, dort kann man schon den Geradeausgang erkennen. Ein Loch. Da ist ein enormer Tempelhof zu. Die Bremsen werden gleichzeitig ab. Bremsen? Auf der Erdeste. Wir werden selbstverständlich ausgespielt. Vulkanausbruch. Ja. Extrablatt! Neuesten großen Vulkanausbruch! Er war gar nicht so groß, Solche Schrei, der Ausbruch ist doch längst ein alter Hut. Das wird wohl nichts Neues geben. So, wir haben exzessive Informationen über das Befinden der Überlebenden, meine Herren. Sie haben was? Aber wie kann das sein? Seit der schwer verletzt in den Gasthof gebracht wurde, nimmt keine Information von dort nach draußen. Völker doch nur Fantasieprodukte. Ich würde zu gerne wissen, was da drin wirklich vor sich geht. So, jetzt wollte ich aber nochmal kurz was schauen. Ob ich da nicht was übersehen habe. Gleich ist er. So, alles gut, weiter geht's. Vielen Dank, dass Sie sich aufopfern um meinen Leutnant gekümmert haben. Bald sind wir wohl wieder kräftig genug, um auf anzubrüllen. Hat schon eine schwierige Art. Ach was, wenn man einmal davon absieht, dass er ein Offizier ist, ist er ganz in Ordnung. Der Kaserne gibt es viel schlimmere, aber ich rede schon zu viel. Kommode hält nur ein paar Handtücher und frische Wäsche. Hoffentlich ist unser guter Leutnant bald wieder auf dem Damm. Ich habe mich richtig an ihn gewöhnt. Ne, wo bin ich? Schon wieder vom Zug gefallen? Nein, dieser von einem Vulkan, Herr Leutnant. Sie hätte sich so abrollen sollen, wie es der alte Liedenbrock vorgemacht hat. Auf den Kopf gelandet! Hartoll hat Sturz zu gemildert. Ach, herrlich. Es wird auch etwas dauern, bis sie wieder vorne auf den Beinen sind, mein Bester. Hoffe, nicht alles wieder verpasst haben! Wenn Sie wüssten, der Abschluss des Rambes ist beinahe fertig. Ja, wenn nur dieser lästige Streik, schön in Rot, warum auch immer, nicht wäre, seit drei Tagen ihm Arbeiten brach. Jetzt, damit die Pflege des Leutnants nicht mehr bindet, kann ich von der Sache auf den Grund gehen. Das
Reden Sie, eine Dame und Welt hat auch nichts in der Arbeiterviertel verloren. Herr Professor, werden Sie mich nicht wie ein Kleinkind. Ich bin eine erprobte Reporterin. Leise, kommst du schwind gleich! Zahlen Sie, Leutnant. Also gut, Teufel, sehen Sie den Arbeiterviertel nach dem Rechten und versuchen Sie, die Ursache dieses idiotischen Streiks ausfindig zu machen. Oh, jetzt wieder in Gelbem. Zu viel Rot hatten wir wohl nicht, was? Die Löhne können es kaum sein, die sind jetzt schon exorbitant hoch. Nehmen Sie die Kreatur zu Ihrem Schutz mit. Und sei es nur, damit ein besorgter alter Mann wie ich. Gebe schon nach, Professor, und ich weiß Ihre Sorge zu schätzen. Sehen Sie nur, der Leutnant ist wieder eingeschlafen. Na, er ist Gott sei Dank über den Berg. Ich werde zum Abschlussgelände gehen. Es ist noch so viel Zeit, so viel zu planen. Herrlich. Dann komm, Wesen, sehen wir uns in allen anderen Viertel etwas um. Das machst du immer besser. Kleine Troitze ist nicht von der Seite seines Herrchen gewichen. Ah, Blumen. Sie waren auch im düstersten Raum noch frisch und leben. Nein. Da war immer wohl zu faul, alles umzubauen, hä? Naja. Du verlässt die Altstadt und tauchst in den Dunst der Fabriken ein. Hier stehen auch die Mietskasernen der unteren Schichten. Eigentlich kein Platz für Bürgertöchter. Streik. Nö. Das ist ja eigentlich ein Streik. Professor Heisen arbeitet nun wirklich nichts mit Ausbeutern zusammen. Bislang waren die Arbeiter, die an den Arbeitsabschlussvorricht werkten, mehr als zufrieden. Von einem Tag auf den anderen hieß es plötzlich Streik. Zu plötzlich, sagt meine Reporternäschen. So schnell gebe ich nicht auf. Erst will ich wissen, wer hinter diesem Streik steckt. Ah, jetzt weiß ich wieder, von was die Musik ist. Das wusste ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht. Flucht aus L.A., war das das? Klapperschlange? Oder was? Ich verwechsel, ich hau die zwei Filme immer durcheinander. Die sind sich so ähnlich. Die Kisten sind fest vernagelt und werden wohl irgendeinen Zweck für die Fabrik erfüllen. Nein. Fast das feste Schweißen wird irgendwann zwischen. Nein, das steht bloß zur Dekorationszweck. Aber, also, was nach deiner Dame ist, der durchscheint. Nach dem. Hör auf, das Plakat anzustand. Das skandalöse Person. Gehen. Schade, dass es nicht in Hi-Res gibt. Zurück! Die Fabrik wird bestreikt! Sehe ich selbst, aber warum eigentlich? Streikkomitee hat einstimmig die Aufnahme des Streiks beschlossen. Gibt nichts zu hinterfragen. Eine Polderin, ich kann nicht anders. Also, warum streiken Sie? Ist einfach ein ordentlicher Beschluss des Komitees in Frage stellen? Hast du was dagegen, dass wir unsere Rechte wahrnehmen, hä? Sei doch nicht so anstrengend. Ich möchte nur wissen, was der ganze Zirkus hier soll. Wenn Rossi sagt, wir streiken, dann wird gestreikt. So läuft das. Borowski? Dann werde ich mich wohl besser an diesen Herrn wenden. Zu blöd, dass wir gerade jetzt streiken. Ich arbeite gerade an diesem Projektil des Professors und bin schon gespannt, ob es funktioniert. Ein paar der Leute knurren bereits, sie wollten weiterarbeiten, aber wir müssen jetzt alle fest zusammenhalten. Und wer den Streik brechen will, hat nichts mit Borowski und seinen Jungs zu tun. Da überlegt sich jeder zweimal. Aha, so, dafür ist die Fabrik also auch bekannt. Oh, mit dem Fass kann ich nicht reden. Ja, was für ein Unfall in die Gegend. Wo kommt das her? Hallo, haben Sie etwas gesehen? Wo kam? Nein, diese riesige Ungetüm gehe ich nur, wenn es keine andere Wahl gibt. Treibt mir nicht die Kundschaft. Ja, dich mal nicht. Das sieht aus wie eine wandelnde kalte Dusche. Also bezieh dich. Machst du so, wie meine Dame hier? Ah ja, die Beste, hab schon mal die gehört. So, sie hört mir so einiges, wie? Ich muss sagen, ich hab meine Ohren auf. Hier muss man auf dem Laufenden bleiben. Ach, dann können Sie uns bestimmt sagen, was mit diesem Streik auf sich hat. Ihr will Dalek Glimmer sehen, keine Äuglein, auch wenn sie noch so hübsch sind. Also gut, wie viel? Nein, seine Emotion, die hat ihren Preis. 15er Taler. Die überleben, sehr selbst schon. Komm wieder, wenn ihr euch anders überlegt habt. Werde wiederkommen, für die einzige Chance. Wird ein bisschen schwierig, 15er Taler dafür auszugeben. Pfandlein, nimm alles an, mache redliche Preise. Vertrau ist bei mir das höchst gut. Und jeden Tag Sonderangebote. Können wir mal einkaufen gehen hier. Kauf an, nimm zum Pfand oder versetze. Was soll das für dir sein, Süße? Bronzeschwild, schwerer Schild. Ich würde die Preise sehen.
Ja, das wollen wir nicht. Oh Gott. Lederkittelanzug. Das ist also teuer weh. Naja, kaufen wir mal ein Bronzeschild, ein Schwerenschild, zwei Kittel. Gerade eben hat sich mein Geld vollständig verabschiedet. Ich brauche noch Geld für den. Ein tränenfeuchter Kuschelbär. Geld schnell, welche Art von Waren hier besonders gefragt sind. Tomatensaftflaschen. Ketchup. Umgangssprachlich auch genannt. Schild, Lederkittel. Ich sehe nicht so ganz den Unterschied zwischen Lederkittel und Anzug, aber das wird schon passen. Bestimmt. Ganz sicher. Ja, tschüss. Tschüss. Brauche ich den nochmal irgendwann? Ich behalte ihn auf jeden Fall mal. Was haben wir denn noch so? Ein Haufen Zeug, ne? Ist die was wert? Null Taler, schön, dass man sie verkaufen kann. Ah, jetzt habe ich. Ach. Ich will noch wegen einkaufen gehen. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so rassistisch zu mir. Nein, diese Mühe, nur wenn ich keine andere. Das Hafengelände. Hier soll es aber besonders schlimm zu gehen. Sian, du hast uns schon angekündigt, kleine Schnüfflerin. Hehe, vor deinem widerwärtigen Begleiter hat mich auf jeden Fall so gewarnt, Schätzchen. Was wünschen Sie? Das ist so schwer zu verstehen. Jemand wünscht, dass du deine vorwitzigen Nasen nicht mehr in alles einsteckst. Ich werde sie dir am besten abschneiden und als kleines Siegestrophäe behalten. Ich bin im Verlauf dieses Abends heute schon mit ganz anderen Gefahren fertig geworden. Seid ihr bereit? Daher, Jungs. Sag's nur, Täubchen. Diesen kleinen Fischen werden wir spielen fertig. Ich kann sie nicht analysieren. Das regt mich auf. Naja, wir stampfen halt mal, ne? Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich das gelassen, die Verschwendung gelassen. Haben wir das Müllstück? Na warte! Na, es ist immer wieder dasselbe Spiel in den Docks. Himmelhilf, Lestrat, wo hast du uns nur reingezogen, Boss? Die Waffen weg, Kerle. Wir können uns so einem Fatzke nicht einschüchtern. 92%. Erinnert mich an Fallout. 1 und 2. Daneben, Lestran! Wenn dein bemerkenswerten Kampfstil an, Herr Inspektor. Aber ich glaube, das bezieht sich eher auf ein anderes, eingestelltes Spiel. So ist es, bei meiner Treue. Man muss über das Standardkampfsystem hinausgehen, verehrteste. Immerhin nähert sich das 19. Jahrhundert seinem Ende. Da heißt es, den Fortschritt nicht verpassen. Bemerkenswert, das macht mich regelrecht neugierig. Entschuldigen Sie mich bitte für einen kleinen Augenblick. Komm da raus, Karl, oder ich erschieße dich wie ein Hund. Bitte nicht, ich gebe auf. Nun heraus mit der Sprache, Bursche. Das sah mir nicht nach einem der üblichen Raubüberfälle aus. Kann sich sagen, Herr, wenn ich was ausplaudere, wird er mich was antun, fürchte ich. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich schon zu viel gesagt. Wenn ich noch mehr plapper. Teufel, ein Schuss, wo kommt er her? Vermutlich aus einer Pistole. Hier kommt mir die Hilfe zu spät. Bemerkenswert kaltblütig. Woher wussten Sie, dass der unsichtbare Schütze nicht auf uns zielt? Wären wir nicht schon längst auf derselben Verfassung wie dieser Strolch hier? So ist es, in der Tat. Doch nun sagen Sie, was tun Sie in dieser verrufenen Gegend? Wir gehen der Ursache des plötzlichen Streiks nach und auf einmal gerieten wir in diesen Unfall. Alles dort auf einen Zusammenhang hin. Wenn wir ohnehin die gleiche Sache verfolgen, können wir ebenso gut zusammenarbeiten. Vor allem, da wir wohl auch die Mietskaserne durchsuchen müssen. Die riesigen Ungetüme, das dauert ewig. Erfahrungsgemäß dienen diese Wohnlabyrinthe so manchen Sträuchern als Unterschlupf. Umso wichtiger, dass wir gleich beginnen. Wir teilen uns die Arbeit. Ich übernehme die rechte Hälfte und Sie die linke. Sobald wir das gefunden haben, verständigen wir einander. Was sagen Sie? Einverstanden. Erfreut, das zu hören. Doch nun ans Werk und seien Sie vorsichtig.
ein sehr beherrschter Mann. Ich hoffe, wir finden eine Spur. Ich weiß, aber wir müssen diesen Streik beenden, damit die Reise ins All endlich angetreten werden kann. Kann ich da nicht auch irgendwie lang? Was? Moment. Das steht was anderes. Lediglich Dreck, der aber reichlich. Wow, ein schaukelndes Schiff. Angeber. Dickbäuche Fässer, diese trinkt zumeist penetranter Fischgeruch. Aha, aus diesem auch. Sinnlose Beschädigung. Können wir auch schon rein, gell? Er kann uns nur unseren Teil vom Kuchen holen, wenn wir frech in die Hand beißen, die was wegschnappt. Von alleine gibt uns keiner was ab. Also kämpfe deinem treuen Broske dafür, mehr als Almosen zu bekommen. Recht hat er, genau. Wir haben viel zu lange viel zu viel gefallen lassen. Bravo. Hey. Fisch, der liegt im Fluss auch nahe. Das liegt an einem Fluss auch nahe. Ausgedruckte Substanz dieser Art breiben Kaffee aus, aber flüssig gewürzt Kaffee durch Teekolz. Kaffee nach Texas Art. Der Löffel muss alleine stehen bleiben, sonst taugt das nichts. Was für Blöde wie euch hier? Was ist dieser Broski? Kennt Broski nicht? Der Kerl hat doch einen Ruf wie ein Donnerhall. Hat hier eine Organisation hochgezogen, die sich um lange von uns Arbeitern kümmert. Aber wehe, man lässt ihn nicht sich kümmern.